So, alles gut und schön. Jetzt wollen wir mal die momentane Geschwindigkeit ermitteln. Noch nicht errechnen. Also die Formeln dafür, die kriegen wir schon hin. Wir haben also nochmal zu unserem alten Beispiel, was ich sagte hier, Karl fährt mit seinem Auto, gibt Vollgas, beschleunigt genau auf 100 km pro Stunde, fährt konstant und sieht plötzlich eine Entenfamilie und bremst hier scharf. Das war die Ausgangssituation. Wir haben dann entsprechende Diagramme erarbeitet. Am besten ihr guckt hier oben nach. Wir haben dann diese... Da habe ich den Link für das Video. So, wenn wir das ST-Diagramm, Wegzeitdiagramm haben, ja, wie ermitteln wir das? Normalerweise sagt man ja bei nicht beschleunigten Bewegungen, also bei gleichförmigen Bewegungen, ist V ist S durch T. Aber wir müssen das ableiten, um eine momentane Geschwindigkeit hinzukriegen. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus. Wie leiten wir das ab? Ableiten bedeutet ja, wir wollen die Änderung rausbekommen, die Änderung, und zwar, wie wird sich der Weg mit gleichbleibendem Zeitintervall plötzlich ändern? Hier wird er ja mehr, ne, der Weg, hier drastisch mehr, hier wird er gleichmäßig mehr, hier wird er weniger, bis zum gewissen Wegpunkt. So, und das rauszubekommen, heißt, wir müssen letzten Endes nur irgendwelche, na, nicht ganz gelungen, irgendwelche Tangenten an die Kurve legen. Und je mehr wir das machen, oder sagen wir mal, für die entsprechenden Zeitpunkte, für die wir das machen, erhalten wir dann die momentane Geschwindigkeit. Also V Moment. Ich schreibe mal bloß V Mom. Ja, schön und gut. Alles schön. Jetzt könnte man sagen, na, dann bauen wir eben ein Geschwindigkeitszeitdiagramm. Na gut, okay, da lässt sich's direkt ablesen. Aber wie soll man das hier direkt ablesen und warum erst sich diese Mühe machen? Nochmal zum Thema Ableiten. Ich werde jetzt mal ganz schnell ein paar Formeln einfügen, die kennt ihr alle schon. Und zwar, na komm. So, da sind sie. Wir gucken uns die mal an. Normalerweise, das kennen wir aus irgendwelchen Tabellenwerken oder Formelwerken, ist S gleich 1/2 a mal t Quadrat. Was ist, wenn ich aber S ableite? Also hier praktisch die Ableitung von dieser Formel bilden, damit ich für S von einem bestimmten t, hier zum Beispiel dieses t interessiert mich, da wirklich die Geschwindigkeit rauszubekommen. Das sieht ja doof aus. S' von t, was ist denn das? Gucken wir uns mal an. A ist bekanntermaßen V durch t. Wenn ich das umforme, habe ich V ist a mal t. Ei, das hier sieht doch dem sehr ähnlich. Übertreiben wir die Ableitung mal. Und wenn ich die zweite Ableitung bilde von dieser Formel hier, komme ich auf S2' ist A. Oh, nur die Beschleunigung. Aha, interessant. Probieren wir das mal aus. Also, das heißt, ich werde mal jetzt diese Formel hier mal integrieren, um auf eigentlich die echte Stammfunktion zu kommen, um die es geht. Die echte Stammfunktion ist nämlich die, die sich mit dem Weg und der Zeit beschäftigt. Mich interessiert als Mensch nur, wie schnell, nicht wie schnell bin ich. Na gut, das wird auch viele interessieren, aber wie lange brauche ich denn für einen bestimmten Weg? Oder in einer bestimmten Zeit, wie viel Weg kann ich da endlich mal zurücklegen? Das ist das Interessante. Und jetzt integrieren wir mal diese zweite Ableitung. Wir integrieren eigentlich nur a. So, und wenn ich das mache, dann muss ich das Integral darüber bilden. Und hier steht a mal eigentlich t hoch 0. Denn mich interessiert ja die Zeit. Und wenn ich keine Zeit dastehen habe, dann greife ich zu dem Trick, dass etwas hoch 0, 1 ist, also schreibe ich t hoch 0. Und wenn ich dieses Integral so hinschreibe, mal dt muss ich immer dahinter schreiben, ne? Wenn ich das so hinschreibe, was kommt da plötzlich raus? A mal t. Wie das Integrieren funktioniert, solche Regeln und so weiter hier oben nachgucken, das ist nicht das Problem. Und a mal t ist v. Na prima, super. Dann ist das also auch rückwärts möglich, rückwärts, um das rauszubekommen. Und auch wenn ich diese Formel wieder integrieren, und dann komme ich auf die übliche. So, das heißt, die momentane Geschwindigkeit ermittle ich aus dem Wegzeitdiagramm, indem ich die erste Ableitung, die erste wohlgemerkt, bilde. Wenn ich die zweite bilde, dann bekomme ich auch noch raus, wie groß die Beschleunigung war, will ich aber nicht unbedingt. Ich will jetzt bloß mal die echte momentane Geschwindigkeit rausbekommen und das geht so. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich werde dann hier zum Schluss noch ein paar Links anfügen, wo wir dann auch mal ganz stur rechnen, also einfach mal ein Berechnungsbeispiel für diesen Fall mit Karl und seinem Auto und der Entenfamilie und so weiter und so fort. Lässt sich gut machen, werden wir sehen. Also, wir sehen uns dann.
Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Verstehen macht Spaß. Tschüss.